Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht es gut, mir geht es sehr gut. Ich hatte ja gestern ein Video zu dem Apartment Glitch rausgebracht. Da mich aber ein Zuschauer darauf hingewiesen hat, dass der Glitch nicht mehr funktioniert, habe ich jetzt gedacht, mache ich ja einen neuen. Und der Zuschauer, der mir das gesagt hat, ich will jetzt nicht seinen Namen nennen, wahrscheinlich sieht er auch das Video, also danke, geht schon mal an dich. Der hatte dich ja auch angeschrieben bzw. in den Kommentaren gefragt, ob ich dich einblenden darf bzw. dich erwähnen darf. Aber ja, du hast halt nicht geantwortet und deswegen wollte ich dich halt nicht verärgern oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen neuen Glitch gefunden durch sein Video, was er mir geschickt hat, beziehungsweise durch einen französischen YouTuber. Ja, und den wollte ich euch jetzt zeigen, damit ihr ihn auch machen könnt. Als allererstes müsst ihr natürlich die Vorbereitung wie im Gestring-Video machen. Außer ihr habt es halt schon gemacht, weil die meisten werden das schon gemacht haben. Also ihr müsst hier auf Dynastie 8 die teuersten Häuser, die kosten 1 Million, 1,1 kostet das teuerste, dann 900.000 und noch eins für 900.000. Die müsst ihr auf 4, 5 und 6 kaufen, davor könnt ihr euch billigere kaufen. Und auf eurem zweiten Account müsst ihr die 6 billigsten Häuser haben. So, als allererstes, was ihr für den Glitch machen müsst, ihr geht in Offline. So, in Offline angekommen, geht ihr Optionstaste, geht auf Online, geht auf GTA Online spielen, Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Jetzt müsst ihr wieder auf den Kreis unten achten, wenn er sich von Weiß auf Orange wechselt, müsst ihr halt trimmen bzw. die Anwendung anhalten. Die Leute, die den alten Apartment Glitch gemacht haben, wissen das bereits und ich hatte das im gestrigen Video auch besser erklärt. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder. So, nachdem ihr jetzt das mit den Trimmen gemacht habt bzw. die Anwendung angehalten habt, kommt diese Meldung und noch eine Meldung, die könnt ihr mit X fortfahren beide und dann werdet ihr jetzt mit eurem Zweitcharakter wieder spawnen. So Leute, wenn ihr dann mit eurem Zweitcharakter gespawnt seid, geht ihr auf Online, Charakterauswahl, okay, wartet jetzt bis ihr in der Charakterauswahl drin seid, weil hier geht es jetzt etwas schneller. Und geht dann auf den Hauptaccount, wo der Fehler draufsteht und drückt Kreis, damit ihr in Offline wieder reinkommt. Bei mir ist das jetzt der rechte, bei euch kann das aber auch der linke sein, ist nicht so schlimm. So. Hier geht ihr auf Kreis, damit ihr wieder in Offline kommt. So, wenn ihr dann in Offline gespawnt seid, geht ihr auf die PlayStation-Taste und ja, tretet halt einen Freund bei. Ich mache das beim Freundbeitritt, deswegen könnt ihr das gleich nicht mehr sehen. Und ja, tretet halt dann einfach eurem Freund bei. Oder halt irgendein, der GTA Online gerade im Moment spielt. So Leute, wenn ihr dann dem Freund beitretet, bekommt ihr einmal diese Fehlermeldung. Dann wartet ihr kurz und dann bekommt ihr nochmal zwei Fehlermeldungen, die ihr mit Fortfahren bestätigt. So Leute, wenn ihr dann wieder mit eurem Zweitcharakter gespawnt seid, geht ihr auf die Optionstaste, geht auf Charakterauswahl und jetzt bekommt ihr zwei Fehlermeldungen, einmal diese, die bestätigt ihr mit X, die nächste bestätigt ihr mit Kreis und die bestätigt ihr mit erneut versuchen. So Leute, dann spawnt ihr wieder mit eurem Zweitcharakter und jetzt könnt ihr wieder eure Häuser eintauschen. Geht auf die Dynastie 8, geht verfügbare Immobilien anzeigen, niedrig bis hoch. Wählt die billigste aus und tauscht die gegen die teuerste ein. So, ich mach das jetzt mal nochmal. So, nochmal. Und
das letzte Mal, da wir immer das Maximum rausholen wollen, müssen wir natürlich immer die billigste kaufen. So, jetzt könnt ihr wieder Optionstaste online, Charakterauswahl und wieder auf euren Hauptaccount wechseln. Und ihr werdet gleich sehen, ich werde es euch gleich auch nochmal zeigen wie im letzten Video, dass ich das gleiche Geld wie vorher habe. So, Charakterauswahl, ihr seht, der Fehler ist weg. Gehen wir jetzt da drauf, wenn ich es kann. Und jetzt könnt ihr wieder ganz normal auf Ausführen drücken, also X. So, dann warten wir, bis wir wieder in Online gespawnt sind. So, mit unserem Hauptcharakter wieder gespawnt, zeige ich euch jetzt, wie beim letzten Mal, dass ich das Geld bekommen habe. Ihr seht es um. 844.518. Ich bedanke mich nochmal bei den Zuschauern. Sehr ehrenhaft von dir, dass du es für einen Zuschauer von mir auch beantwortet hast, weil, und ja, ich finde es halt ehrenhaft von dir, dass du es halt mir gesagt hast und zwar dem anderen auch und nicht irgendwie privat oder keine Ahnung was geschrieben hast. Fand ich ganz korrekt von dir. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn so ist, lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.